Hallo Freunde der Klemmbausteine, willkommen auf meinem kleinen Kanälchen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich habe ein paar Snoopys jetzt dabei und ein paar Snoopys. Ja, ich habe die alle vier gebaut, ich zeige die euch im einen Video. Die haben zwischen 350 und 430 Teilchen, da hielt es nicht für notwendig, zu jedem ein einzelnes Video zu machen. Ich zoome gleich ein bisschen ran und zeige euch die alle und erzähle ein bisschen was dazu. Ich denke mal, das ist ausreichend, oder? Vorher ein paar Basics. Ich habe die bei Bearware gekauft. Link ist unten drunter, kosten so um die 17 Euro rum mit meinem Rabatt. Bei Bearware laufen sie unter dem Firmennamen Cargo. Da ich ja immer mal das Firmenlogo des Herstellers in mein Thumbnail reinsetze, habe ich danach gesucht. Erstens habe ich kein gescheites Logo gefunden. Die ändern ihr Logo nämlich nach jedem Set, also die Farbe, aber anderes Thema. Aber ich habe gefunden von Hishane, von Sembo und keine Ahnung, von noch ein, zwei Firmen genau dieselben Sets. Und jetzt weiß ich nicht, wer da der ursprüngliche Eigentümer ist oder Entwickler ist. Deswegen habe ich das Firmenlogo weggelassen. Wichtig für euch ist, wenn ihr sie kaufen möchtet, über meinen Link, sie laufen unter dem Firmennamen Cargo bei Bearware. Wobei die das Cargo mit C schreiben, es gibt dieselbe Firma nochmal mit K, ich verstehe es nicht. Punkt, kann man ja auch mal sagen. Wenn ihr sie bei Bearware kauft, bekommen sie ohne Karton, sie kommen alle in so einer Versandtasche. Das Unboxing war unspektakulär, ich blende euch ein Bild ein. Es sind ein paar Tüten, einige Tüten sind sortenrein, einige Tüten sind bunt gemischt. Es ist bei jedem Set ein grüner Teil drin, eine Anleitung mit dabei, eine gut verständliche Anleitung mit dabei. Und in jeder Anleitung ist derselbe Fehler drin. Ah, lustig. Gut. Die Zipbeutel gibt es bei Lidl für 1,50. Habe ich keinen Affiliate-Link. Ach, das ist dramatisch. Fahrt einfach zum Lidl, wenn ihr wollt. Sind coole kleine Beutelchen. Ideal für solche Sets. Jetzt fangen wir mit irgendeinem da davon an. Ich habe mich dazu entschlossen, mit der Bäckerei anzufangen. Es ist ein sehr, sehr schönes Set. Generell gilt, bei diesen Sets gibt es keine Prints. Es sind alles Aufkleber, was ihr seht. Es gibt keinen einzigen Print, außer Snoopy, der ist bedruckt. Und selbst bei Snoopy haben sie es bei dem Set hinbekommen. Der hat normalerweise eine Papierschürze um, die dann hinten mit einem schwarzen Aufkleberpunkt hinten auf dem Snoopy-Rücken fixiert wird. Wie ihr seht, habe ich sie nicht angebracht. Ist mir einfach meine Lebenszeit zu schade für. Aber das Set an sich ist schön. Die Aufkleber sind auch gut. Die Qualität des Sets ist sehr gut. Also die Fliesen sehen spitzenmäßig aus. Die Klemmkraft ist top. Das Einzige, wo die ein bisschen Probleme haben, sind diese Jumper Blades. Die haben nicht so die höchste Klemmkraft. Ich kriege den Snoopy da nur sehr, es hält also. Der springt jetzt nicht runter, aber es gibt festere. Ansonsten, Fensterscheiben sind alle relativ verkratzt. Die sind immerhin transparent. Wie ihr seht, könnt ihr durchgucken. Ab und zu ist auch ein Aufkleber drauf. Ich habe Aufkleber da angebracht, wo ich es für sinnvoll hielt, beziehungsweise wo es nicht über 20 Teile geht, außer bei einer Ausnahme, die zeige ich euch gleich. Die gibt es dann nur bei diesem Set. Wir haben hier eine schöne Markise, Sonnenschutz vorne davor. Das ist von daher sehr praktisch, weil, wie ihr hier schon seht, diese Slopes hier, die haben Farbabweichung. Wir haben im Gelb ein bisschen Farbabweichung. Das ist mir bei den anderen Sets nicht so aufgefallen wie bei dem. Da, wo es am schlimmsten auffällt, ist unter diesen großen Slopes, bei den kleinen, ist es ganz extrem gewesen. Die sieht man jetzt nicht mehr, von daher egal. Ansonsten schöne Fassade, schön gestaltet. Diese Sets stehen alle auf zwei 10x10er Plates. Die sind also alle genau gleich groß. Sie variieren etwas in der Höhe, aber in der Länge und in der Tiefe sind sie alle gleich groß. Das ist schön, wenn man sie irgendwo einsetzen möchte. Ist eine super Sache. Bevor wir jetzt aufs Dach eingehen, nochmal ein kurzer Blick von innen. Auch hier alles mit Aufklebern gelöst. Wir haben hier so einen, den hole ich mal raus, oder? Damit ihr das seht. Wir haben hier so einen Cupcake oder Stückchen, Dresen. Ansonsten ist es relativ spärlich hier in der Bäckerei, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben dann ein Dresen, wo sich einer hinsetzen kann. Da liegen normalerweise ein Croissant und ein Brezel drauf aus dem Spritzgussrahmen. Den habe ich jetzt nicht draufgelegt, weil sie werden nicht aufgenommen, sie werden einfach nur hingelegt. Und hier drüben haben wir noch einen Aufkleber. Ah, da fällt wenig Licht rein. Kann man aber, glaube ich, erkennen, oder? Ja. Dann kommen wir mal zu dem Dach.
nachdem wir vorne das Preisschild, das Öffnungsschild wieder hingesetzt haben. Wir haben hier ein riesengroßes Toastbrot auf dem Dach. Auf diesem Toastbrot sind 6 von diesen Aufklebern drauf. Ich habe nur vorne und hinten eine angebracht. Ich wollte euch nur mal zeigen. Jetzt habe ich natürlich ohne das Ding. So sieht das Ganze aus, wenn ihr es nicht mit Aufkleber beklebt. Also ist auch nicht viel hübscher. Aber ich finde es immer noch besser dann so, wie hier mit so einem Sticker, der eh nur halb da drüber geht. Und ich weiß nicht. Es hat ja wohl jeder erkannt, dass das hier oben ein Toastbrot ist, auch ohne dass da seitlich ein Aufkleber drauf ist, oder? Ja. Hier haben wir so eine Torte angedeutet, so eine halbe. Die setzen auch auf Hinspricks. Und ja, nett. Ist ein tolles Set. Hat Spaß gemacht, das zu bauen. Es ist natürlich sehr kleinteilig. Ich meine, es ist ein kleines Set. Und 350 Teile oder mehr auf 10x10 Noppen zu bekommen, also 10x20 Noppen, ist natürlich eine Herausforderung. Schönes Set. Schauen wir uns den Bookstore an. Als erstes fällt hier auf, dass wir hier so einen Stuhl haben, der nicht aufgenommen werden kann. Deswegen stelle ich ihn direkt mal nebenhin. Wir haben ein super knalliges Rot. Das Rot erinnert mich so ein bisschen an Little Blatty Feuerwehrstation. Auch von der Qualität her. Das Weiß bei allen Sets ist sensationell. Das ist sowas von Weiß, da braucht man eine Sonnenbrille. Das Rot hier, wie gesagt, hat mich so ein bisschen an Little erinnert. Aber auch da ist die Slope und die Fliesenqualität durchaus ausreichend. Wir haben eine sehr cool gebaute Treppe hier neben. Sonnenschirmchen, ein Buch oben drauf. Das habe ich anders der angeordnet. Das Buch wird normalerweise anders der gebaut. Das sah aber so komisch aus, dass ich es einfach, ich habe die Slope einfach anders darum dran gemacht. Ja. Sitzt auf 2 Noppen. Dann haben wir hier noch eine Tasse. Seht ihr die? Selbst auf die Tasse soll ein Aufkleber drauf. Den habe ich mir geschenkt. Ganz ehrlich. Das war mir dann den Aufwand nicht wert, weil ein Aufkleber auf einem runden Objekt, naja, ihr könnt ja selbst mal ausprobieren, der hat keine sehr hohe Halbwertszeit. Von innen ein bisschen Bücherregal, Aufkleber, ein paar Bücher angedeutet, auch hier auf einmal 2 Fliesen, hier drüben so eine kleine Ablage. Ist ganz schön gemacht, würde ich sagen. Sieht optisch, also die, oh, das habe ich wieder, das war diese eine Jumper Blade, die, das habe ich als allererstes gebaut und habe da direkt gemerkt, dass die Jumper Blade nicht richtig hält. Aber es geht eigentlich, es ist ausreichend. Knallerfarbe, auf jeden Fall, oder? Knallerfarbe. Dann kommen wir mal zum Blumenladen. Auch die Farbe finde ich echt die Knaller, muss ich sagen. Diese Konstruktion, diese Blumenkonstruktion hier rundherum, wird in einem Abschnitt gebaut. Also ihr baut das ganze Ding komplett zusammen und dann wird das mit 2 von diesen Astelementen auf 2 Laternensteinen an dem Set festgemacht. Das klingt erstmal kompliziert, aber im Endeffekt ging es deutlich besser, wie ich dachte. Das hat funktioniert, das hält, das ist auch jetzt stabil. Finde ich eine coole Sache. Und optisch ist das natürlich, also ich komme mir vor wie so in der Kleinstadt oder so. Auch hier haben wir Flower Store, Flower als Aufkleber, genau wie hier vorne beim Typenschild oder beim Geschäftsschild. Im Übrigen sind auch auf allen Türen Aufkleber drauf mit den Öffnungszeiten, finde ich schon genial irgendwo. Und hier haben wir auch ein richtiges gestaltetes Dach, das wird mit Hinspricks hier drauf gesetzt. Ja. Es ist farblich, ist es schon stimmig. Es ist Snoopy runtergefallen. Der sitzt halt auf der Jumper Blade. Alles klar. Aber das war bei dem Set dabei. Ja. Von innen Blumen. Jede Menge Blumen. Schön, oder? Kann man sich angucken. Ich fand's cool. Wie gesagt, meine größte Angst war diese Girlande hier vorne dran, aber die ging am Ende deutlich besser wie gedacht. Und dieses, was ist das, Sand Green? Genial. Also auch nur um die Fliesenqualität hier zu zeigen, das ist okay, das ist top. Keine Ahnung, von welchen Herstellern diese Steine sind, aber die Steine sind gut. Wie gesagt, die Fenster sind alle verkratzt ein wenig bis schlimm,
Aber sie sind transparent und ja, es reicht zum Hinstellen. Schöne Sache. Snoopy gucken wir uns gleich nochmal an, sage ich auch noch was dazu. Und dann kommen wir zum Geschenkeshop. Also wenn ihr sagt, ihr hättet gern eins von diesen Sets und ihr wisst nicht welches, dann würde ich euch das hier empfehlen. Mal abgesehen von dieser total knallig geilen rosa Farbe, hat das Set hier am meisten Spaß gemacht. Ich weiß noch nicht, ob es die meisten Teile hat, aber hier ist ein Regal drin, das zeige ich euch gleich, das ist einfach nur ein Brüller, das zu bauen. Das ist von außen auch schön gestaltet, es ist bunt, der Snoopy steht da, guckt euch das an, also es spricht für sich selbst, es sieht einfach cool aus, finde ich. Und dann zeige ich euch von innen und dann seht ihr auch, auf der Seite haben wir so ein kleines Regalchen. Dann haben wir hier einen Verkaufstresen mit einer cool gebauten Registrierkasse. Und dann haben wir hier dieses Regal. Ich versuche euch das mal hier einzufangen. Das sind, glaube ich, 2 oder 3 Seiten in der Bauanleitung, wo wir das Stückchen für Stückchen zusammensetzen. Das sind lauter kleine Teilchen mit Laternensteinen, mit Brackets, die dann über eine Fliese verbunden werden, damit das ganze Ding stabil ist. Aber das hat richtig Spaß gemacht, das zu bauen, das aufzubauen. Guck mal ein bisschen näher. Das ist wirklich cool. Ich hoffe, es sieht real besser aus wie jetzt auf meinem Monitor. Sieht alles so ein bisschen verschwommen aus. Bin mal gespannt. Ja, nett. Das hat auch, das hat am meisten Spaß gemacht. Also wenn ihr nur eins haben wollt und wisst nicht, was für eins ihr nehmt, nehmt das. Es ist bei jedem Snoopy dabei. Snoopy haben wir hier. Snoopy ist cool. Wird aus Einzelteilen zusammengebaut. Und ganz interessant ist, Snoopy hat dieses Halsband mit der Schleife dran. In keiner der 4 Anleitungen taucht diese Schleife in irgendeiner Form auf. Das müsst ihr euch selbst denken, wie ihr die da reinsetzt. Dieser rote Ring, der unten drunter ist, der ist bei allen dabei. Aber diese Schleife taucht als Teil nirgendwo auf. Sie ist einfach dabei und ihr müsst einfach wissen, dass Snoopy hier so eine Schleife hat. Ansonsten habt ihr das als Ersatzteil übrig. Aber es sieht cool aus. Schöne Tatzen. Kann die Füße bewegen, also kann vorne und zurück und kann die Arme eben einzeln bewegen und könnte rein theoretisch den Kopf drehen. Der ist natürlich komplett bedruckt. Schönes, schöne Sache, oder? Na, das sind doch mal nette Sets, oder? Was meint ihr da dazu? Mir hat das Spaß gemacht, die zu bauen. Es geht ruckzuck von der Hand. 2 Stück habe ich im EM-Finale gebaut, zwischendurch noch was gegessen. Läuft also locker, in 40 Minuten habt ihr so ein Set durch. Das ist ein bisschen kleinteilig, aber ich habe auch 1, 2 interessante Modes gefunden. Zum einen habe ich bei dem Blumenladen so eine Bar gehabt mit einem Stand in der Mitte drin. Kannte ich so noch nicht. Ist ganz interessant gewesen, was zu verbinden. Der interessantere Mode war bei der Bäckerei und zwar war das ein 1x1 Brick mit Noppen on Side, also Studs on Side, auf dem praktisch oben und unten noch eine 1x1 Blade draufgeschweißt war. Also ihr versteht, was ich meine. Die haben aus 3 Teilen 1 gemacht. Wir haben also jetzt einen höheren, einen 1,66 hohen Stein mit Noppen an der Seite. Ja, ist ganz interessant, wenn man halt irgendwas an Gebäuden hochzieht oder quer verbinden will und möchte halt nicht lauter Einzelteile drin haben. Das sieht natürlich auch nicht so hübsch aus, wie ihr an dem Toastbrot ja gesehen habt. Finde ich ganz interessant, aus 3 Teilen mal einzumachen, mal den Teilecount zu reduzieren, statt künstlich zu erhöhen. Mal schauen, ob wir dieses Teil noch mal irgendwo wiedersehen. Schreibt mir eure Meinung unten drunter. Sind das coole Sets? Was haltet ihr von Snoopy? Snoopy ist cool. Ich meine, da lasse ich keine 2 Meinungen gelten, oder? Snoopy ist einfach cool. Ansonsten schreibt mir eure Meinung gern unten drunter. Ihr wisst, ich antworte immer. Es dauert vielleicht manchmal einen Augenblick. Und ihr seht ja im Hintergrund, wie die Sonne brennt. Jetzt genieße ich ein bisschen die frische Luft. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Habt noch einen wunderschönen Tag. Und denkt immer dran, Klemmbausteine verbinden.